Sie hören die Notizen und Neuigkeiten von Radio DDR. Es ist jetzt 8 Uhr und 13 Minuten, 8 Uhr 13. Für Sie nun unsere kurze Wetterinformation. In der gesamten Republik wird es heute heiter sein. Die Temperaturen werden zwischen minus 6 bis minus 8 Grad liegen. Die Wintersportbedingungen sind besonders im Bergland gut bis sehr gut. Der Tag wird kalt. Ja, es wird eine weite Reise für dich, mein Junge. Es wird sehr lehrreich sein. Ah, du hast ja keine Ahnung, wie groß dieses Land ist und wie viele Freunde du hast. Du wirst staunen. Du willst mich bloß weghaben. Das solltest du nicht sagen, ja? Jetzt bist du noch zu klein, um bei so wichtigen Entscheidungen gefragt zu werden. Du hast gesagt, wir reden noch darüber. Ach, du Lüderstück. Willst du was essen? Was haben wir denn noch? Ja. Schinkenbrühe und Äpfel. Ach, es gibt nichts Schöneres, als so zu fahren, zu essen, zum Fenster rauszugehen. Schau mal, die Burschen da oben schweben frei wie Vögel. Eine Arbeit für Männer, die etwas wagen. Wäre ich so jung wie du, dann würde ich mich dafür interessieren. Das wäre eine Arbeit für uns beide. Meinst du nicht? Hm? Das ist wie im Kino. Draußen fliegt das Land vorbei. Alle Augenblicke was Neues. Wenn wir aussteigen, sind wir mitten in einer großen Stadt. Da gibt es viel größere Häuser und Autos. Ein Dom vielleicht. Da gibt es Altäre. Die sind ganz aus Holz geschnitzt. Wie die Schnecken an den Wirbelkästen meiner Geigen. Aber die Figuren sind viel wunderbarer. Du fragst dich, wie konnte ein Mensch bloß sowas machen? Mit einem Messer und seinen Händen. Ja, das ist die Vergangenheit. Ich teile ihn uns. Ja. Hast du was zu trinken? Ja, das habe ich. Kakao. Ich habe ihn heute früh gekocht, der ist noch warm. Ich will keinen Kakao. Hast du nichts anderes? Was will der junge Herr denn? Ich habe Bier. Dafür bist du aber noch zu klein. Ich bin nicht zu klein. Entschuldigen Sie, ich weiß Ihren Namen nicht. Kann Sie deshalb nicht ordentlich anreden. Seine Mutter ist uns leider zu früh verstorben.
Und da hat ihn meine Frau ein bisschen verwöhnt. Na, nun ist meine Frau im Krankenhaus. Und darum bringe ich ihn zu meiner anderen Tochter. Na, die wird ihm die Flausen schon austreiben. Ihre familiären Verhältnisse interessieren mich nicht. Reden Sie immer so viel. Ich habe dir 100-mal schon gesagt, es ist äußerst unanständig, so laut zu knatschen. In Gegenwart eines Menschen. Und ich bin ein Mensch. Wenn ich auch dein Großvater bin. Solltest du doch gerade diese Blasen machen, dann rede ich kein Wort mehr mit dir. Man muss das schließlich lernen. Das glaube ich nicht. Was glaubst du nicht? Dass du nicht mehr mit mir sprichst. Du musst nicht glauben, dass die Frau im Bus vorhin unfreundlich gewesen ist. Ich denke, sie kam von der Schicht aus dem Gummiwerk. Müde wird die Frau gewesen sein. Und da hat sie unser lautes Reden gestört. Man muss auch an solche Sachen denken. Sie hat aber gelacht. Unsinn, worüber soll sie gelacht haben? Du hörst schon wieder das Gras wachsen. Du wolltest mir den Dom zeigen. Was für ein Dom? Ich habe nicht diese Stadt gemeint. Diese Stadt hat keinen Dom. Glaubst du, jede Stadt hat einen Dom? Da siehst du, wie viel du noch lernen musst. Du wirst sehen, ich erwarte ein ganz anderes Leben in der großen Stadt, bei den klugen und gebildeten Menschen. Ich will bei euch bleiben. Wir wollen die letzte Entscheidung vertagen. Ich bin ganz sicher, dass es dir bei deiner Tante gefallen wird. Es wird mir nicht gefallen. Ja, das ist eine verteufelt schwere Sache. Ja, Opa. Ah, komm, ich kaufe da was. Also, was wünschst du dir? Wieder ein Auto. Na also. Bitte schön. Drei von den Autos. So. Drei von den Autos. Ja, eins nehmen wir gleich so. Mhm. Die beiden anderen sind für meine Enkel in Rostock, müssen Sie wissen. Ja. Wir wollen doch dort mit leeren Händen erscheinen. Was meinst du? Ah, du schielst mich an. Obwohl du weißt, wie sehr mich das aufbringt. Was habe ich jetzt deiner Meinung nach falsch gemacht, nachdem ich dir ein Auto gekauft habe? Du kaufst mir was, damit du deine Ruhe hast. Es macht 13,80 €. Ja. Du wirst mir eines Tages dankbar sein. Du bekommst plötzlich Geschwister. Ich zum Beispiel hatte einen älteren Bruder, von dem ich alles oder vieles gelernt habe. Große Geschwister helfen einem viel. Wiedersehen. 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 Was könntest du bei einem alten Instrumentenmacher lernen? Mein Bruder hat nichts getaucht, hat Oma immer gesagt. Ach, komm mal wieder mit der Oma. Ich habe noch nie so ein altkluges Kind gesehen. Aber deine Tante versteht sich nicht schon auf die Erziehung solcher Kinder. Deine Cousins sind richtig Sportkanonen. Die können dir auch Hörbücher vorbeibringen. Jura hat mir Mirko schon beigebracht. Wenn man zeitlich kommt, kann man sich die Plätze vorher aussuchen. Hier, das ist ein schönes Abteil.
Ja, ich lese eben, dass man auf Reisen unter Umständen Zeit gewinnt, weil die Uhr an jedem Punkt der Erde eine andere Stunde zeigt. Wenn wir in Rostock angekommen sind, werde ich demnach vielleicht etwas jünger sein. Und du dann auch. Ich will aber nicht jünger werden. Ich will älter werden, dann bestimme ich. Morgen. Guten Morgen. Entschuldigen Sie, Sie kommen wie gerufen. Ich bin etwas durcheinander mit dem Fahrplan. Müssten wir nicht schon lange fahren? Aber ich muss diesen Jungen zu meiner Tochter bringen. Und das ist ja eine lange Reise. Die Fahrzeiten haben sich verändert. Wir haben Schienenersatzverkehr auf dieser Strecke. Es ist wegen des Oberbaus. Mal muss er gemacht werden. Aha, das ist interessant. Überhaupt ist Eisenbahn eine interessante Sache. Mit den Signalen, den Weichen und den Zügen. Jeder Junge wollte mal zur Bahn. Heute, da können die in jeder Automarke nach dem Geräusch fahren. Ich kann nicht mal einen Unterschied finden beim Sehen. Ja, das stimmt. Auch meine Enkel sind die reinsten Sachverständigen. Darf ich? Wissen Sie, ich habe ja annähernd 40 Jahre Dampfloks gefahren. Und dann kam die Umstellung auf Diesel und E-Loks. Naja, die neue Technik, wissen Sie. Und die Verantwortung, die damit dranhängt. Ja, die Zeiten haben sich da gewaltig verändert. Ich meine, vom Geld, da hätte es ja gestimmt, nicht? Naja, gibt ja bald Rente. Dann soll die Jugend weitermachen. Und das heißt, wir werden nicht mehr gebraucht? Na, das wollen wir doch mal sehen. Na, vielleicht brauchen uns die Enkel noch. Was, kleiner Mann? Ja, Christian ist ein gescheiter Junge. Er will über sein Leben schon mitentscheiden. Du hast immer gesagt, wenn ich auf dich höre, hörst du auch auf mich. Hast du immer gesagt. Immer versprichst du und hältst es nicht. So hören Sie es. Ja, das ist der Fortschritt. Na, das hätten wir uns früher mal erlauben sollen. Und die Stadt, in der deine Tante lebt, ist so groß, dass du immer wieder Neues und Schönes entdecken wirst. Na und? Ist mir doch egal. Was sind das für Töne? Selbst erwachsene Menschen haben Strapazen auf sich genommen, um Neues und Schönes zu entdecken. Einer war Kolumbus. Früher haben die Menschen geglaubt, die Erde sei ja nicht rund, sondern flach, wie eine Suppenschüssel. Und ich muss dir gestehen, ich will aber nicht zur Tante. Wir sind nun unterwegs und es bleibt nun dabei. Ich kann gar nicht begreifen, dass du dich so sehr gegen dein Glück sträubst. Ich bin selbst lange bei einer Tante gewesen und ich möchte diese Zeit nicht missen. Oma hat aber gesagt... Ach, Oma. Die beiden Frauen haben sich nicht gut vertragen. Das kommt in den besten Familien vor. Sie hat ihren Mann ins Grab geärgert. Sind hier noch zwei Plätze frei? Auf was, Opa? Ein Kaffee und eine Brause, bitte. Herr Ober, bitte schön. Für mich bitte noch einen Cognac. Der Umstand, dass ich den Oberbau ausbessern, bringt unseren ganzen Zeitplan durcheinander. Wir werden sehr spät ankommen. Wirst du durchhalten, mein Junge? Ja, Opa. Das ist fein. Mich kostet die Bauerei einen ganzen Urlaubstag.
Aha. Sind Sie auch hängen geblieben? Er hat dich was gefragt. Es gibt keine andere Möglichkeit, von hier wegzukommen. Man antwortet, wenn man gefragt wird. Du, Christian. Sie müssen ihm das nachsehen. Er ist noch klein und nimmt alles für wahre Münze. Ich muss den Jungen zu meiner Tochter bringen. Wir haben ihn ein Dreivierteljahr lang erzogen. Leider ist uns seine Mutter verstorben und meine Frau, die liegt im Krankenhaus. Sie verstehen, dass etwas geschehen muss. Ja. Er hat aber gesagt, wir besprechen es. Aha. Kinder können das noch nicht übersehen. Sie wissen nicht, was gut und schlecht für sie ist. Ich habe nicht gesagt, es ist gut für ihn. Es musste etwas geschehen. So habe ich mich ausgedrückt. Bei mir zu Hause wurde entschieden, auch beim Beruf. Da hieß es, du wirst das und das und keine Widerrede. Das war gut so. Ich verdiene nicht schlecht, der Rubel rollt. Ich halte wenig von solcher Art Erziehung. Aber das geht mich natürlich nichts an. Wo wohnt denn Ihre Tochter? Wir müssen noch bis nach Rostock. Ich werde gleich mit dem Wagen abgeholt. Wir könnten Sie und Ihren Enkel bis Leipzig mitnehmen. Vielleicht haben Sie da Anschluss. Na ja, es wäre nur wenig jung. Was habt ihr für ein Auto? Ein Lada. Meine Große ist wie Sie. Gutes tut sie immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Trinken Sie mal in Ruhe aus. Ich warte draußen auf den Vorplatz. Ja, jetzt kommt er zu spät. Ich zahle das mit. Komm, Junge, hör auf zu trinken. Zieh dich an. Komm hierher zu mir. Zieh dich an. Die wollen uns nicht mitnehmen, mein Kind. Ich will aber kein Geschrei hören, falls es mit dem Autofahren nicht wird. Weißt du was, wir verschwinden. Die will uns ja mitnehmen. Ich habe vielleicht Mitleid mit dir geweckt, obgleich das gar nicht nötig war. Sie war ja auch recht hochmütig, glaube ich. Herr Weißbrook. Meschka. Ja. Mein Enkel Christian, wir fallen Ihnen hoffentlich die Liste, Herr Weißbrook. Kommen Sie doch bitte hier nach vorne, Herr Meschka. Ja? Nimm die Mütze ab, Christian. Es ist warm hier drin. Mal im Auto mitzufahren macht ihn ganz glücklich. Er hat ja auch kaum die Gelegenheit. Onkel Uli hat auch ein Auto. Bitte. Bedank dich, Christian. Mach ich ja noch. Ist schon gut. Danke. Sie lieben Kinder. Wie meine Tochter. Ja, es ist selten geworden. Nachdem man diese
Medizin anwendet, hat plötzlich ein Ding einen höheren Wert bekommen als ein Mensch. Dabei ist es eine kinderfreundliche Zeit. Aber bei uns im Dorf ist auch ein junges Paar. Erst dies und das und danach das Auto. Ja, wenn ich so einen Quatsch schon höre. Falls ich Sie vorhin richtig verstanden habe, sind Sie doch gerade selbst dabei, den Jungen loszuwerden. Rainer. Na, ist doch wahr. Aber anderen empfehlen, kinderfreundlich zu sein. Mit meiner Bemerkung habe ich nicht Sie gemeint. Das versteht sich. Aber ja, Herr Weißflug ist etwas gereizt. Er fährt schon 10 Stunden heute. Ach, wir machen Ihnen wohl Umstände. Warum? Das ist nur ein Umweg von einer Stunde. Hast du was Vernünftiges zu trinken? Wir waren uns einig, du setzt mich bei mir ab. Wir waren uns überhaupt nicht einig. Aber darüber reden wir noch. Sehr großartig, wie auf einem Schiff. Bist du schon mal auf einem Schiff gewesen? Ja, gewiss. Als ich 20 war, wollte ich unbedingt auf dem Meer fahren. So kaufte ich mir eine Karte nach Finnland. Och, das Meer ist eine gewaltige Sache. Es endet in einem Strich, meint man. In Wahrheit ist es ohne Ende. Hätte man genügend Geld, könnte man um die Erde zu schiffen. Sie brauchen außer Geld aber auch eine Masse Stempel, Genehmigung. Tja, und bis Sie die zusammen haben, können Sie warten, bis Sie schwarz werden. Rainer, nun werd mal wieder vernünftig. Na, schon gut. Was bin ich Ihnen schuldig? Schon in Ordnung. Gute Fahrt weiter. Setz Sie nach vorne, da ist bequemer. Na, mein Junge, schaff dir viele Kinder an. Hm? Auch wenn du nicht weißt, wohin damit. Ja, alles Gute. Komm mal, Junge. Was ist los? Sprich die aus. Alle merken, dass du mich loswerden willst. Der Herr Weißflug hat mir vorgeworfen, dass ich dich zur Tante bringe, weil ich dich loswerden will. So verhält es sich aber nicht. Ich bringe dich weg, weil ich dich nicht alleine versorgen kann. Du lügst. Erst sagst du, es ist mir in der großen Stadt und versorgen kannst du mich. Du willst bloß nicht. Wir werden alles vernünftig besprechen. Komm jetzt.
mein Luderstück. Aber jetzt müssen wir zur Auskunft. Komm. Ah, nein. Den haben Sie verpasst. Ja, das weiß ich. Aber wie kommen wir jetzt weiter? Hier. Um 21.36 Uhr umsteigen in Magdeburg. Ah nein, das wird nichts. Tut mir leid. Vor Mitternacht gibt es keine Möglichkeit. 0.18 Uhr, Bahnsteig 11. Verstehen Sie doch. Ich muss dieses Kind zu meiner Tochter bringen. Ich bin der Großvater. Ich hatte gedacht, dass noch ein Schnellzug geht. Meine Tochter, mal die Mutter des Jungen, ist leider verstorben. Der Vater kann mich aufnehmen. Was soll ich machen? Gehen Sie doch in ein Hotel. Oder Sie bleiben in der Metropa. Komm. Wo ist mein Vater? Du willst wieder einmal meine Meinung über deinen Vater hören. Und aus meinen Äußerungen machst du dir ein schlechtes Bild von ihm. Das gehört sich nicht. Wir gehen jetzt in ein Hotel und lassen uns ein Zimmer geben. So macht man das als Reisender, merk es dir. Wenn du irgendwo nicht weiterkommst, dann gehst du einfach in ein Hotel. Danke. Für ein Hotel ist eine großartige Angelegenheit, was? Man ist hier Gast. Um dich kümmern sich viele Menschen. Du bist wer. Ich bin froh, dir alles zeigen zu können. Ihre Anmeldung, bitte. Ja, bitte. Danke. Guten Tag, bitte schön. Hey, ich brauche eben ein kleines Zimmer mit zwei Betten. Zimmer 100. Hatten Sie bestellt? Nein. Ja, tut mir leid, wir sind ganz voll aus. Es ist eine kalte Nacht und der Junge ist seit früh auf den Beinen. Ich bin Frau Dr. Fäger. Ich hätte ein Zimmer bestellt für meinen Mann und mich. Sie haben hier kein Zimmer für uns und wir sind hier gar nichts. Unsinn, natürlich ist in einem so großen Hotel nicht sofort ein Zimmer fix und fertig da, wenn du dich vorhin gemeldet bist. So, ich habe noch was gefunden für Sie. Es geht ja doch nicht, dass Sie mit dem Jungen auf der Straße bleiben. Ach, füllen Sie das bitte mal aus, danke. Kommt dann an die Rezeption. Ja, ja? Komm, setz uns mal dahin. Name. Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort. Reisende Ehefrau, Kinder. Kinder, siehst du? Schon wieder kannst du was lernen. Wie du heißt, weiß ich doch. Bestimm mich mal nicht. Das muss alles sehr leserlich ausgefüllt werden. 412. Ja, das ist die Zimmernummer. Das bedeutet, so viele Zimmer haben Sie ja. Weißt du, das ist ein großes Hotel. Ja. Bettenpreis übern 42. Gut. Weißt du, ich überlege mir gerade, ob wir nicht doch den Nachtzug nehmen. Wir könnten erster Klasse reisen. Da gibt es Polster, da kannst du die Nacht über ruhig und bequem schlafen. Auf das Naheliegendste kommt man immer zuletzt.
Gib doch zu, wir haben gar kein Geld für diese Zimmer. Schiel mich nicht an. Für eine Nacht gebe ich nicht so viel Geld aus. Ich bin kein Krösus. Es ist ein Krösus. Krösus ist ein sehr reicher Mann. Verzeihen Sie, dass ich mich einmische. Ja, Sie, mein Herr. Aber der junge Gentleman hat Anspruch auf eine fundierte Antwort. Also. Krösus, eigentlich Kreusos, 461 bis 445 Acher, Antechristum, vor Christus, König von Lydien, letzter König von Lydien. Er missdeutete den Orakelspruch, wenn du den Halis überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören. Er hat es zerstört. Aber er ahnte nicht, dass sein eigenes gemeint war. Ja, es heißt ja auch bei Luther. Wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen. Ja. Was nun den Reichtum dieses Herrn Krösus Kreusers anbelangt, gestatten Sie, dass ich näher komme? Du musst dem Herrn gut zuhören. Ich werde es ja nicht so gut erklären können. Sie machen uns eine große Freude, Herr. Prokopets Prokopi. Meschka. Bitte. Herr Ober. Bitte schön. Kleinen Moment, ich möchte erst noch das Bier servieren, ja? Ja, darf ich Sie zu einem Bier einladen? Einen Bohnenkamm, bitte sehr. Herr Ober. Machen Sie sich keine Mühe. Bitte noch einen doppelten Bohnenkamm. Ja, ja. Liebe Herr Krösus, was hat man mit dieser Gestalt des klassischen Altertums angestellt? Jeder hat der Legende entnommen, was ihm angenehm war. Aber Legenden verschleiern ja nur den wahren Sachen. Die verdecken doch die Geschichtserfahrung der Völker. Das hat uns der historische Materialismus aufgedeckt. Denn in Wahrheit geht es doch um eine Sklavenhaltergesellschaft. Und der Reichtum des Herrn Krösus, er beruht doch auf dem Hunger der Sklaven. Jetzt ruhig deine Macaroni auf. Wir haben noch eine lange Nacht vor uns. Sie sind so klug, dass ich mir die Freiheit nehme, Sie um einen Rat zu fragen, Herr. Wie war doch der Wettername? Prokopets Prokopi. Aha. Wissen Sie, ich muss diesen Jungen zu meiner Tochter bringen. Ja, ja. Und wie oft in der Geschichte dachten die Menschen, jetzt geht's nicht mehr weiter. Ich trinke noch einen Bohnenkamm, wenn Sie gestatten. Und es geht immer weiter. Sehen Sie sich um, wachsender Wohlstand, gesicherte Existenz. Und wo bleibt das Geschichtsbewusstsein? Wie schnell vergessen die Menschen, wie es angefangen hat. Und da frage ich Sie, wo bleibt das Gedächtnis? Das Gedächtnis ist das Primum mobile des menschlichen Bewusstseins, die Urbewegung. Und das Gedächtnis kann man trainieren. Geben Sie mir ein paar Geldscheine. Hier, bitte, Herr. Die Vorstellung beginnt wieder.
CG, Cäsar Gustav, 94 12 786. AE, Adam Eva, 63, 39, 306. AE, 6, 3, 3, 9, 3, 0, 6. Haben Sie eine Mark? Tut mir leid. 20 Pfennig tun Sie auch. Ich würde jetzt gerne auf meine Frage kommen. Ich muss dieses Kind zu meiner Tochter bringen. Kommen Sie doch. Bitte. Was möchten Sie trinken? Bitte schön. Wir bestellen Ihnen. Wenn das Publikum ruft, muss der Künstler folgen. So ist es. Moment. Er ist früher im Wintergarten aufgetreten und in der Scala und hier in Leipzig im Kristallpalast. Aber wir kommen wenig raus aus unserem Nest. Und man vergisst, wie groß und wie ungewöhnlich die übrige Welt ist. Ja. Haben Sie es denn noch weit? Der kleine Bursche gehört doch längst ins Bett hier. Ja, ja. War in einem Hotel, aber war zu teuer. Ja, ja. Wissen Sie was? Ich habe genug Platz und wohne nicht weit. Morgen früh könnten Sie dann weiterfahren. Na, überlegen Sie sich. Herr Ober. Ja. Was meinst du denn? Haben wir es noch weit? Nein, nein. Höchstens 5 Minuten. Na, ich möchte Ihnen so wenig Mühe wie möglich machen. Ach, Sie machen mir doch keine Mühe. Ja. Ich habe sowieso nichts zu tun. So? Arbeiten Sie nicht? Natürlich arbeite ich. Ich bin verwitwet. Na, was mich betrifft, Junge, lass dich nicht so ziehen. Na, warten Sie mal, ich werde ihn nehmen. Halten Sie das mal? Na, komm. Och, das geht doch nicht. Was gibt's denn da zu lachen? Ja, weil er so komisch aussieht. Sie sind nicht sehr groß. Nein, das bin ich nicht. Ja. Ach, Sie sind eine gute Frau. Wissen Sie, ich habe gleich Vertrauen zu Ihnen gehabt. Geht es Ihnen auch so? Man weiß doch gar nicht, wieso. Na, meinen Sie vielleicht, ich nehme jeden mit? Oh, aber nein, ich habe mich wieder falsch ausgedrückt. Gehen wir denn endlich? Aber ja, du bist müde, mein Kleiner, ne? Du, wir gehen jetzt. Da verguck mich mal nicht. Ah, allein kann ich den Christian nicht versorgen. Meine Frau liegt im Krankenhaus. Sie haben sie vor einem Jahr schon einmal operiert. Jetzt ist sie wieder drin. Sicher länger. Ja. Ob er schon schläft? Wie ein Murmeltier. Ein hübscher Junge. Ja. Sein Vater wird ein Doktor. Und nicht für Menschen, sondern für was anderes. Sein Vater hat keine Zeit für ihn. Können Sie das verstehen? Das ist heute eben so. Meine Kinder sind groß und leben weit weg. Ich bin auch schon Oma. Ja. Ja. Aber was will das heute schon besagen? Ich kann arbeiten, bin gesund, hab die hübsche Wohnung.
Nur manchmal, da fühlt man sich eben doch ein bisschen einsam. Auch? Danke, ich bin nicht Raucher. Mhm. Ich heiße Magdalena. Ich Martin. Martin? Ja. Sag mal, was wirst du machen, wenn du mal allein sein wirst? Ja, was werde ich machen? Du, das ist nicht so einfach. Wer sagt, dass man nur ein Leben hat? Da hast du recht. Wo steht das eigentlich geschrieben, dass alles aus ist, wenn man nicht mehr so jung ist? Ich kann mir nicht abgewöhnen, vom Leben immer noch was zu erwarten. So. Als ich jünger war, habe ich gerne getanzt. Na, du und ich erst. Ja, und wenn wir jetzt tanzen? Jetzt hier? Ja. Du bist ja verrückt. Wieso verrückt? Mein Herz, das ist ein Bierhaus. Die Mädchen sind darin Bienen. Fliegen, nein, sie fliegen aus. Gerät wie in eine Biene aus. Das ist des Lebens goldene Achse. Maria, leuchte mal. Es ist eine Laus im Saal. Maria, du, Maria, du, Maria, du, Maria, du bist schuld daran. Du tanzt aber gut, du. Ja, du aber auch. Sag mal, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Oh, musst du jetzt da fragen? Bist du schon wach, Opa? Das hat sie gut gemacht. Ja. Das hat sie sehr gut gemacht. Weißt du, ich denke, wir sehen zu, dass wir mit der Bahn wegkommen. Heute müssen wir zur Tante. Schiel mich nicht an. Ich fühle, dass du mich anschielst. Aber man kann die Gastfreundschaft nicht ausnützen. Steh auf und wasch dich. Bin gegen Mittag zurück. Warte. Magdalena. Hm? Sag mal her. Na los, wasch dich. Hier ist auch eine große Stadt. Deswegen brauche ich doch nicht zur Tante. Sehen wir uns die an? Gut. Wir werden bleiben. Aber am Nachmittag reisen wir zur Tante. Und du wirst ohne großes Geschrei dort bleiben. Ich weiß, wir hatten verabredet, darüber noch zu reden, aber ich weiß mir keinen Rat. Herr Ober. Zwei Kaffee hätten wir gerne noch. Sofort. Und was passiert da? Wo? Da. Aha.
Da fließt Wein aus dem Tisch. Alles schwindelt. Opa beschwindelt mich auch. Da treibt der Teufel sein Spiel mit schlechten Menschen und die verdienen das nicht besser. Dein Opa hat dich aber lieb. Und wenn der dich mal beschwindelt, dann tut er das, damit du keinen Kummer hast. So ist es. Hast du mich auch lieb? Ja, dich und deinen Opa. Ich sehe mir die Bilder weiter an. Ja, wir müssen bald zum Bahnhof. Bedauerst du es, die Nacht? Nein. Begreifst du, dass ich weiter muss? Natürlich. Aber weißt du, mich mal brauchen solltest. Ich habe dir meine Adresse aufgeschrieben. Herr Ober, bitte zahlen. Ja, sofort. Danke. Mir fehlen 50 Mark. Bei dem Zauberkünstler hatte ich noch 3 Scheine. Was? Na, das hätte ich nicht gedacht, mich so reinzulegen. Brauchst du was? Nee, Fahrkarten habe ich ja. Und bei meiner Tochter, da habe ich alles nicht. Hör mir auf mit Töchtern. Verzeihung, der Kellner von Mitropa hat mir gesagt, dass Sie gestern Abend mit der Dame, da habe ich gehofft, dass Sie noch nicht abgereist sind. Diese Nummer habe ich heute früh gesehen. Sie verzeihen mir mein Versehen. Sie dachten, gewiss, aber nein, Herr Prokopotz-Prokopi, ich danke Ihnen. Oh, Sie kennen meinen Namen noch. Zauberst du uns noch mehr Geld? Jetzt müssen wir aber zum Zug. Wir sind glücklich, einen großen Künstler kennengelernt zu haben. Hunger. Wir waren noch Mittagessen. Ach, wissen Sie, ob der Zug einen Mitropa-Wagen hat? Ja, hat er, glaube ich. Ja, Gott sei Dank. Deine Sachen kannst du hier lassen. Gleich etwas sehr Schönes. In einem Speisewagen sitzt man wie in einem Restaurant. Bestellt sich ein Essen, der Zug fährt aber weiter und die Zeit vergeht wie im Flur. Was soll ich denn nur kaufen? Knackwurst? Oder Ei? Du hast gesagt, es ist ein Restaurant. Also, wollen wir wieder gehen? Ja. Dieser junge Mensch hat dauernd etwas zu bemängeln. Er verhungert vor vollen Tischen. Er ist eben ein Kind seiner Zeit. Wir verhungern alle vor vollen Tischen. Papa war Hunger. Ach, wie meinten Sie denn das?
fahren Sie mal. Geben Sie das erstmal dem Jungen. Na ja, komm, geben Sie schon. Ja, hier habe ich auch noch eine Banane. Komm. Das wird zu viel. Oh. Wie ich das meinte. Sehen Sie mal, ich habe alles. Bis zur kleineren meinen Kaffee mit einer elektrischen Mühle. Kann Fleisch einfrosten auf Vorrat. Für mich ist bis ins hohe Alter vorgesorgt. Und immer ist jemand da, der sagt, tu jetzt das oder lass jetzt dies. Denke immer an das große Ganze. Und so läuft das noch 30 Jahre weiter. Ich möchte auch wieder mal einen richtigen Heißhunger haben auf was. Wenn ich noch 30 Jahre hätte, was glauben Sie, was ich noch alles tun würde? Na, da bin ich neugierig. Ich würde das tun, wozu ich Lust habe. Das Leben hat immer eine freundliche Seite, wenn es nämlich ist. Das lassen Sie sich mal patentieren. Ich muss gleich aussteigen. Der Herr war verbittert. Die Ursache kennt man nicht. Nun erscheint ihm alles traurig und belanglos. Er will mehr Geld verdienen. Es ist schwer für dich, alles zu durchschauen. Und eben das wird leichter werden bei der Tante. Sie ist schließlich Lehrerin. Du. In deinem Alter, da habe ich mich viel öfter beugen müssen. Ab. Ja. Ihr wird staunen, wo wir plötzlich herkommen. Hm? So. Mach auf die Tür. Hier? Ist das eine gelungene Überraschung? Ja? Nötig, Vater. Du hättest dich doch wenigstens anmelden können. Es hätte ja sein können, ich bin gar nicht da. Du hast dich 20 Jahre nicht angemeldet. Und trotzdem entsinne ich mich keiner Stunde, wo wir uns nicht über deinen Besuch gefreut hätten. Das ist schon richtig. Ich freue mich ja. Ist was mit Mutter? Bring erst mal den Jungen zu Bett. Wir sind seit gestern früh unterwegs. Muss er nicht noch was essen? Es ist noch Kakao da. Oh, wir waren auf dem Bahnhof noch essen. Aber es ist so spät geworden. Der junge Herr hielt es ja nicht aus vor Hunger. Komm, geh rein in den Platz. Ich zeig dem Jungen, wo er sich hinlegen muss. Du gehst zuerst ins Bad, wäschst dich. Ich bring dir inzwischen einen Schlafanzug. Schlafen, Opa. Bitte, bitte, bitte. Deine Tante wird dich hinlegen. Hier zum Jens. Ich habe auch jahrelang mit meinem Bruder in einem Bett geschlafen, nicht? Nur gute Nacht, Christian. Schlaf gut. Hm?
Die Jungs brauchen ihren Schlaf. So, erzähl mal. Mit Mutter geht's zu Ende? Bist du deshalb gekommen? Wo ist denn dein Mann? Uli hat Spätschicht, der kommt gleich. Nimm den Jungen zu dir und zieh ihn auf. Den Christian. Wir reden ein bisschen morgen über alles. Geh wieder schlafen, Rosa. Hm? Ja. Ja, ich habe morgen einen anstrengenden Tag in der Schule. Naja, dann suche ich dir mal dein Bettzeug zusammen. Hey! Hey! Lucky Gains, der Olle. Was für ein Wind treibt dich denn an die Küste? Ich wusste gar nicht, dass du Schicht arbeitest. Ja, deswegen der teuren Maschinen. Die müssen rund um die Uhr laufen und wir Menschen eben mit. Hat Elsbeth gewusst, dass du kommst? Nee, hat sie nicht. Das hätte ihr eh nicht gesehen, mir nichts zu sagen. Bringst du ein Bier mit? Ja. Oh. Im Doppelkümmel steht auch noch kalt. Ja, natürlich. Ah. So, nur erzähl aber erstmal, was passiert ist. Ja, den Christian habe ich euch nur überwacht. Wie soll ich das verstehen? Für immer und ewig? Ja, so hast du das so verstehen. Was hat Elsbeth denn gesagt? Oh, was soll ich sagen? Er ist der Sohn ihrer Schwester. Du weißt, ich bin kein Unmensch, aber Christian hat schließlich auch einen Vater. Oh. Er hat keine Zeit, wohl auch kein Interesse. Prost. Wir haben 2,5 Zimmer, aber das Kinderzimmer ist klein. Neben den Betten ist Platz für einen kleinen Tisch. Dann gebt den Kindern euer Schlafzimmer. Da ist genug Platz für sie. Und was sagst du? Vater hat recht. Es ist deine Schwester gewesen. Du musst das entscheiden. Verstehe, alles Unangenehme soll ich mal wieder entscheiden. Und hinterher kannst du dann sagen, ich bin's nicht gewesen. Irrtum, mein Lieber. Die Entscheidung treffen wir beide. Ich nehme Christian nicht. Denkt, was ihr wollt. Tja, ja, Vater. So sieht das aus, wenn du den Lack abkratzt. Streitet ihr euch öfter in dem Ton? Ich mach dir jetzt dein Bett, Vater. Naja. Lass uns schlafen gehen. In der Nacht ist solche Diskussion sowieso unsachlich.
Hast du gut geschlafen? Ich will nicht hierbleiben. Die Tante gefällt mir nicht. Och, der erste Tag. Den haben wir ja vor uns. Die erste Nacht besagt gar nichts. Ich habe auch schlecht geschlafen und mich nach meinem Bett gesehnt. Hast du dich schon gewaschen? Nö. Na komm, aber leise. Der Onkel schläft noch. Wie kriegt man nun die Haare wieder raus? Was meinst du? Opa. Oh. Hier ist doch ein Knopf, da musst du raufdrücken. Aha. Gut, na prima. Opa, was ist ein Hinterwäldler? Darauf. Der Onkel hat heute früh gesagt, dieser Hinterwäldler. Oh. Die Tür war auf, da habe ich das gehört. Ein Hinterwäldler ist einer, sagen wir, der nicht ganz auf der Höhe ist. Ich mache uns jetzt was zu essen. Ich esse hier aber nichts. Du isst, sage ich hier. Oh. Moin. Moin. Entschuldigung, haben wir dich gestört? Ich muss sowieso aufstehen. Wir müssen noch einholen. Oder wollt ihr in der Wohnung bleiben? Um Himmels Willen, nein. Wann kommen denn die Kinder? Sie kommen immer spät. Aha. Du auch ein Bier? Nee, danke. Tagsüber trinke ich ja nie. Gestern, vorgestern hast du Bier getrunken bei Lena Wein. Wer ist denn Lena? Och, Hast du schon mal daran gedacht, was wird, wenn Mutter nicht mehr ist? Ich an deiner Stelle würde allein bleiben. Keine Frau mehr ins Haus holen. Sieh mal, der Frachter, Opa. Hä? Wann spielen denn die Jungs mit mir? Halt nach Mittag, wenn sie aus der Schule kommen. Oh. Ihr lebt ja nicht schlecht. Gib mal her. Und trägt sich so besser. Ja? Wie ist das eigentlich? Was hat denn Christians Vater immer an Geld geschickt? Meine Unterhalt. Das verletzt gar nicht mehr. Er verdient wohl am Augenblick kaum was. Wenn der Herr seinen Doktor baut, ist das kein Grund, die Zahlung einzustellen. Na, da kommt ja Elsbeth groß auf Touren. Ein bitteres Brot wird Christian bei euch essen. Aber es wird nicht trocken sein, deine christlichen Sprüche. Was ist schlecht daran, wenn man fordert, was einem von rechts wegen zusteht? Oh. Uli, hast du die Kartoffeln aufgesetzt? Ja, alles da. Tag, ihr beiden. Entschuldigt, ich bin in Eile. Sag Kruse. Ich koche sonst in der Woche nie. Ich und die Kinder essen in der Schule und Uli im Betrieb. Wann kommen denn die Kinder? Ein Dreivierteljahr habe ich die ja nicht gesehen. Sind sicher gewachsen, was? Opa hat ihnen was mitgebracht. Kleinigkeiten. Aber Vater, die Kinder sind doch längst aus dem Spielalter raus. Oh, 12 und 13 sind sie. Soll ich die kaufen, weiß ich ja warum. Ui, ich muss das endlich mal wegschaffen. Die entwöhnen sie allmählich. Du entwöhnst sie. Jeder von ihnen ist in einer Arbeitsgemeinschaft und in einer Sportgemeinschaft und gut lernen müssen sie auch, soll aus ihnen mal was werden. Außerdem habe ich einen Beruf. Und ich habe nicht die Zeit und nicht die Lust, die Magd hier für die Männer zu spielen. Vielleicht ist das richtig. Ich will mich da auch nicht einmischen. Aber was wird aus Christian? Ja, darüber habe ich nachgedacht. Du weißt ja, ich bin nicht für Halbheiten. Uli, gibst du mal die Teller raus?
Du lässt dir vom Vater eine schriftliche Verzichtserklärung geben und damit gehst du zum Rat, Abteilung Jugendhilfe. Und trägst vor, dass Christian jetzt hier lebt. Sie müssen nämlich zustimmen. Ja. Christian ist ein guter Junge. Der kommt mit euren Zweien klar, denke ich. So viel Zeit, wie du für ihn hattest, können wir nicht aufbringen. Du hast ihn sicher ganz schön verzogen. Oh, verzogen habe ich ihn nicht. Er stellt vielleicht heutzutage zu hohe Forderungen an einen kleinen Jungen, der mit seinen zwei Autos ganz gut in einer Ecke spielen kann. Hoppla. Ich habe in meiner Praxis immer bestätigt gefunden, Kinder erzogen von den Großeltern sind gefährdet beim Schulziel. Leistungsmäßig, meine ich. Uli, dreh mal die Schnitzel um. Ja. Christian, das geht jetzt wirklich nicht. Ich muss jetzt hier durch. Ich geh ins Kinderzimmer spielen. Außerdem wälzt man sich nicht auf dem Fußboden. Oh. Naja. Es wird ja wohl auch höchste Zeit, dass das Kind in geordnete Verhältnisse kommt. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob wirklich alles bei euch in Ordnung ist. Na, hast du dein Herz wieder ausgeschüttet? Der Alte merkt doch so, was hier läuft. Unser Leben mag dir nicht gefallen. Da oben im Vogtland mag das alles noch ein bisschen ruhiger zugehen. Ja, hinterwälderisch, ich weiß, ja, ja. Aber wenn wir uns was leisten wollen, dann müssen wir schon ran. Und Christian soll's ja auch nichts fehlen. Ach, schieb doch nicht den Jungen vor. Zuerst wolltest du ihn ja gar nicht. Vater, hast du wirklich geglaubt, ich breche in Freudentränen aus? Für uns bedeutet das alles eine sehr große Umstellung. Haushalt, Beruf, der Mann im Schichtbetrieb. Drei Kinder, das will organisiert sein, damit das funktioniert. Da muss ich Christian auch einordnen. Bist du jetzt wenigstens zufrieden? Ja. Gestern bin ich erst mal ganz schön in die Knie gegangen. Aber ein Tag und eine Nacht reichen mir, um wieder auf die Beine zu kommen. Das habe ich von dir. Tja. Uli, gieß mal die Kartoffeln ab. Christian, wasch dir die Hände, wir essen gleich. Die sind sauber. Sieh mal, du hast doch vorhin mit den Autos gespielt, nicht? Hm? Und daran sind Bakterien. Weißt du, was Bakterien sind? Nee. Davon kann man krank werden. So. Ja, da ist allerdings noch was. Ja. Ich meine, er wollte bei mir bleiben. Es fällt mir schwer zu sagen, Christian will nicht bei euch bleiben. Das muss er doch einsehen. Das kommt doch häufig vor, dass Eltern einen Ortswechsel vornehmen müssen. Da werden die Kinder auch aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen. Ich werde mich am Sonntag mit dem Problem befassen. Da muss man Geduld haben. Ja, versprochen, dass ich nicht ohne ihn entscheide. Ein Kind muss sich doch dort wohlfühlen, wo es aufwächst. Vater, was soll denn daraus werden, wenn wir unsere Entscheidungen an Vorstellungen von Kindern messen wollten? Im Leben kann sich später auch keiner eine Extrawurst braten lassen. Sie müssen sich wie wir frühzeitig an Notwendigkeiten gewöhnen. Christian, komm bitte. Christian, nun komm endlich. Ach, du liebe Güte. Komm, hier, trockne dich ab. Oh, Christian, du musst aber wirklich besser aufpassen. Ach, komm, das machen wir hier. Am Sonnabend haben wir mehr Zeit, da zeigen wir dir, wie das bei uns so lang geht. Sonnabend bin ich nicht da, da ist Fußball. Die habe ich auch nicht gerechnet.
fühle mich bei euch bedrückt. Wie kommt das? Dir wird aufgefallen sein, Vater, dass wir euch in letzter Zeit sehr selten besucht haben. Das liegt nicht allein an der Entfernung. Unsere Auffassungen stimmen nicht überein. Ja. Und ich will dir noch eins sagen, den Christian, den wolltest du uns überhaupt gar nicht bringen. Du suchst nur einen Grund, ihn bei dir zu behalten. Also, das ist nicht wahr. Ich habe mir das einfacher vorgestellt, das stimmt. Ich habe auch kein Vertrauen zu dir als Mutter. Elsbeth! Das war nicht nötig, Vater. Für ihre Kinder tut sie alles. Wie willst du es schaffen? Denk doch mal daran, groß kriegst du ihn nicht. Wir hätten unsere Pflicht getan. Christian wird es im Leben einmal sehr schwer haben. Och, für Christian wird immer gesorgt sein, bis er auf eigenen Füßen steht. Ach, Herr Ober. Bitte schön. Bitte bringen Sie uns zweimal Ente. Bedauere, Ente führen wir leider nicht. Was? Aber wenn Sie sich bitte informieren möchten. Ja, dann zweimal Roulade, aber mit Kompott. Zweimal Roulade mit Kompott, bitte schön. Fang aber nicht wieder an zu mäkeln. Ich esse das ja und schielen tue ich auch nicht. Eine großartige Sache, was? Ein Restaurant auf Rädern. Habe ich dir zu viel versprochen? Wenn du nach Hause kommst, wirst du viel zu erzählen haben. Gehen wir bei Lena vorbei? Ja. Wir kommen ja sehr spät nach Hause. Und morgen musst du in die Schule. Wann fahren wir denn zu Lena? Naja, wir schreiben ihr erstmal einen Brief. Und irgendwann, sicher schon bald, besuchen wir sie. Aber heute geht's nicht. Du, wir können auch sehen, ob wir wieder ein Auto kriegen. Ja, glaubst du, die Welt ist voll von freundlichen Mädchen? Ich muss doch wahrhaftig andere Seiten mit dir aufziehen. Bissen nehmen. So. Einen guten Appetit. Guten Appetit. Schmeckt. Gut. Hier. 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 Ohne Hacken. Langsam gut kaum. Das hat kein Salz. Ja. Nein, mir nicht so viel Salz, das ist nicht gut für dich.
bin dann neben für die Zeit. Zeit ist im Essen drin. Gut, ne?